Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Endlich ist es soweit. Ich habe meine eigene Lidschattenpalette kreiert und hier ist das Päckchen. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, wie das Ganze funktioniert und wie ich das gemacht habe und wie ihr eure eigene Lidschattenpalette kreieren könnt, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Okay. Ich habe natürlich nicht meine eigene Lidschattenpalette jetzt rausgebracht, aber ich habe eine Seite gefunden, wo man seine eigene Lidschattenpalette zusammenstellen kann. Und es geht heute um WeMakeup. Hier ist alles drin, was ihr braucht. Und ich dachte mir, es kann eine ganz spannende Sache sein. Ich habe den kompletten Prozess mitgefilmt, wie ich das Ganze am Computer gemacht habe. Und ich möchte als erstes so ein bisschen was erzählen, wie das Ganze generell zustande gekommen ist. Ich hatte vor Weihnachten ein paar Nachrichten von euch bekommen über einen anderen Hersteller, ob ich das Ganze nicht testen könnte. Und irgendwie hatte ich dann mit denen geschrieben, aber die waren total ausgebucht und dann habe ich niemals wieder eine Antwort bekommen. Und dann habe ich bei Instagram einen Vorschlag gesehen von WeMakeup, eine bezahlte Anzeige, die mir vorgeschlagen wurde. Und dachte mir, ey, mega coole Sache, wir können unsere eigene Lidschattenpalette zusammenstellen. Und das habe ich selbstverständlich gemacht und ich blende euch hier mal ein, wie das Ganze so auf der Seite aussieht. Ihr geht einfach auf die Seite wemakeup.it, das ist ein italienischer Händler, und ihr könnt dann eure eigene Lidschattenpalette zusammenstellen. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Lidschattenfarben in Matt, in Schimmer, in Extremschimmer, im Duochrom. Und ich weiß gar nicht mehr, für welche Farben ich mich genau entschieden habe, aber ich habe das Paket ja auch hier. Und das machen wir jetzt zusammen auf. Ich habe schon mal reingeschmummelt, weil ich es nicht geschafft habe, darauf zu verzichten, nur mal reinzugucken, ob alles drin ist, ob alles heil ist. Es ist alles heil und es ist auch alles drin. Und das Ganze kommt in so ein Paket. Ihr könnt das dann hier rausziehen. Und hier ist eine. Und dann ist da eine kleine Karte mit drin. Thank you, grazie, thank you, gracias, danke. Also so eine kleine Dankeskarte. Und dann sind hier die kompletten Produkte mit drin. Wir haben hier einmal alle drei Liquid Lipsticks, die ich bestellt habe. Dann die leere Palette. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier sind die Farben drin, für die ich mich entschieden habe. Wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an matten Farben. Es kommt gefühlt jede Woche eine neue Farbe mit raus, dass man sie sich einfach einsetzen kann. Und ich finde das Konzept eigentlich gar nicht schlecht, weil so spart man A, Verpackung. Man kauft sich einmal so eine Leerpalette, so eine Z-Palette heißt das, glaube ich. Und dann einfach immer wieder diese einzelnen Farben. Weil wenn ich sage, okay, dieses Blau hier beispielsweise ist jetzt meine absolute Lieblingsfarbe, dann kann ich mir einfach, wenn sie leer ist, die einzelne Farbe nachkaufen und dann in meine Palette wieder reinmachen. Und so habe ich wieder eine vollständige Palette. Ich habe mich jetzt für drei Liquid Lipsticks entschieden. Wie gesagt, WeMakeup hat mit mir geschrieben und ich durfte mir die Sachen kostenlos aussuchen, was selbstverständlich nicht heißt, dass ich euch jetzt hier irgendeinen Mist erzähle. Drei Liquid Lipsticks, jeweils 10 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farben ich mir ausgesucht habe. Da gucken wir gleich rein. Und dann eine 9er Palette. Die gibt es schon für 29 Euro inklusive dieser Leerpalette. Also ihr habt diese Leerpalette und könnt euch dann 9 Farben aussuchen. Das Ganze kostet 29 Euro. Es gibt auch noch eine große mit 15 Farben. Das kostet dann aber 39 und ich dachte mir, 9 Farben reichen eigentlich für einen Lidschattenlook. Und dann ist das einmal die Verpackung. Sieht ganz schön aus. Liquid Lipstick. Ever hat so kleine Lippen und Sterne drin. Please tell me, is enough ever enough? Steht hinten noch mit drauf. Das Ganze ist auch nicht getestet an Tieren. Steht hier drauf, made in Italy. Die haben auch unglaublich viele bunte, krasse Farben. Man kann die auch auf den Augen testen. Ich glaube, ich habe sogar eine Farbe gekauft, die man vielleicht in den Lidschattenlook mit integrieren könnte als Eyeliner oder so. Das ist jetzt beispielsweise die Farbe 09. Dann habe ich mich für so ein Petrolblau entschieden. Und das sieht so aus. Mega spannende Farbe. Da dachte ich mir, dass man das vielleicht als Eyeliner benutzen könnte oder so ein bisschen als Kajal. Das ist die Farbe 92. Und einmal die Farbe 91. Sieht so aus. Es ist extrem viel Produkt drin. Also ihr bekommt 5,5 Milliliter. Das ist so eine Standardgröße für Liquid Lipsticks. Ich mache einfach mal kurz auf und rieche dran. Wow. Okay, es riecht so ein bisschen nach den von Kylie, aber nicht ganz so krass. Ich swatch euch mal ganz kurz. Mega schöne Farbe und sieht auch extrem deckend aus, muss ich sagen. Also jetzt für den ersten Swipe. Dann habe ich hier diese 92. Yes. Und einmal so einen nude-farbenen Ton, weil ich trage, wenn dann eh eher nude. Es geht eher so ein bisschen in diese braune Richtung. Also auch eine mega schöne Farbe. Aber kommen wir mal zu dem spannenderen Teil und das sind die Lidschatten. Ich habe hier, wie gesagt, diese ganzen einzelnen Farben mit drin. Einmal die 147,
136, also ganz viele verschiedene. Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz dieses Programm, diese Webseite, wo man die Farben wirklich einfügen kann. Man kann das Ganze so ein bisschen neu sortieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich das jetzt hier in diesem Video sortiert habe, aber ich würde das Ganze mal kurz in die Palette einfügen und dann geht's auch schon los. Ich habe alle Farben nun in diese Palette eingefügt und ich wollte euch die Verpackung nochmal zeigen. Sieht mega schön aus. Colorful steht hier einmal mit drauf und hinten Hey, We Girl. Okay. Boys and Make-up ist cancelled. Ihr könnt selbstverständlich selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die Farben in diesen Paletten haben wollt. Aber ich habe mich jetzt einfach mal für diese Farbkombination entschieden. Ich habe 8 matte Farben und eine Schimmerfarbe. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber ihr wisst, ich liebe eh matte Farben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, was ich damit schminken möchte. Aber es sieht eigentlich mega, mega schön aus. Und vor allen Dingen sieht es sehr stabil aus. Also es fühlt sich extrem schwer an. Wir haben einen extrem guten kleinen Spiegel hier mit drin. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an. Dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran und dann geht's los. Für alle die, die jetzt noch dran sind, ich habe eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich euch etwas versprochen neulich auf Instagram, dass ich an einem Projekt gearbeitet habe. Und heute ist es schon soweit. In der Minute, wo dieses Video online gegangen ist, findet ihr auf einem anderen Kanal von Danny mein erstes Hörbuch. Danny ist nämlich Autor und wir haben uns zusammengesetzt und ich habe für euch ein Hörbuch eingesprochen, eingelesen und falls ihr darauf Lust habt, heute Abend vielleicht zum Einschlafen oder so, ich verlinke euch das Video unten in der Infobox und am Ende und hier in dieser Ecke. Schaut da mal vorbei, hört euch das an und vielleicht schlaft ihr ein. Das war so ein kleines ja, Danke, weil ich kriege immer ganz, ganz liebe Kommentare von euch, dass ich vielleicht so ein Hörbuch einsprechen sollte und das ist eigentlich echt schwer, ein Hörbuch einzusprechen, wenn man selber kein Autor ist, aber Danny ist jetzt da und ich habe ein Buch von Danny eingelesen, beziehungsweise einen Teil. Wenn ihr wollt, mache ich das selbstverständlich gerne weiterhin für euch. Aber schaut da mal vorbei und lasst ein bisschen Liebe für uns da. Ich möchte jetzt als erstes in dieses helle Blau gehen. Es hat ein bisschen Kickback, also staubt in der Palette. Ich klopfe das mal ab. Ich weiß nicht, wie pigmentiert diese Farben sind. Und die gebe ich mir in meine Lidfalte. Oh, okay. Ich presse erstmal das Pigment rauf, weil ich dieses Blau wirklich in extrem knallig haben möchte. Und irgendwie erinnert mich das Ganze so ein bisschen an mein Chanel-Video. Aber es ist eine sehr krass pigmentierte Farbe. Also mega, mega schön aus und lässt sich auch gut verblenden. Also ich habe halt sofort Pigment auf dem Auge. Die Lidschatten sind recht trocken. Ich persönlich mag das eigentlich ganz gerne, wenn die ein bisschen trockener sind, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass die sich einfach besser verblenden lassen. Man könnte das natürlich auch mit einer Sticky Base machen. Ich komme damit aber gar nicht klar mit also einer nicht gesetteten Base. Deswegen probieren wir das Ganze mal so. Aber sie staubt schon ganz schön. Aber man kann es wegpusten. Man kann diese Palette auch immer recht gut abwischen. Okay, also die Farbabgabe gefällt mir sehr, sehr gut. Dafür, dass es so ein helles Blau ist, beziehungsweise so ein Türkis ja eigentlich schon, ist es extrem intensiv und lässt sich sehr, sehr schön verblenden. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier einfach nochmal aufgebaut und es ist exakt dieselbe Farbe auf meinem Auge wie in dem Fännchen. Und das ist schon mal eine Kunst. Und je weiter ich nach außen gehe und je mehr ich verblende, desto softer wird das auch. Und das nicht patchy. Nochmal mit einem sauberen Pinsel rein und verblende einfach nur nochmal hier oben so ein bisschen. Sieht ein bisschen aus wie ein Clown gerade. Und möchte das Ganze intensivieren mit diesem Blau. Das ist so eine richtige Farbe wie von Chanel. Also der Pinsel ist voll. Und ihr könnt selbst auf dem schwarzen Pinsel sehen, dass da Pigment drauf ist. Deswegen klopfe ich das ab und presse das erstmal in die Crease. Ich nehme dafür nochmal einen flachen Pinsel, um wirklich ganz fokussiert in die Lidfalte zu kommen. Wie schön! In dem Moment, wo ich auch raufpresse, habe ich halt exakt dieselbe Farbe auf meinem Auge wie in der Verpackung. Und das ist schon echt eine gute Sache, finde ich. Weil manchmal blassen die so ein bisschen aus, die Farben, aber hier gar nicht. Ich verblende das Ganze wieder mit dem großen Pinsel, aber viel muss ich damit nicht machen, weil die beiden Farben sich halt so schön schon miteinander verblendet haben, dass ich da extrem schön arbeiten kann. Haltet mal das Video jetzt kurz an und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Farbabgabe findet. Das interessiert mich mal, weil ich finde, man soll natürlich nie einen Look judgen, bevor der fertig ist, aber hallo? Das ist der Effekt, den ich gerne bei der Chanel-Palette gehabt hätte. Aber gut, 2003 und 2019 ist kein Vergleich. Falls ihr es bemerkt habt, ich habe auch absolut kein Fallout unter meinen Augen. Und zum Verdunkeln gehe ich nochmal in diese Farbe hier. Das ist, glaube ich, dieselbe Farbe wie der Liquid Lipstick. Bin mir aber ehrlich gesagt unsicher. Und das presse ich mir hier außen hin. Und nochmal so ein bisschen in die Crease. Und auch die ist sofort drauf und extrem deckend. Und auch hier verblende ich so ein bisschen nochmal den Rand.
Ich würde ganz kurz eine Cut-Crease ziehen und dann bin ich gleich wieder da. So, die Cut-Crease ist einmal drauf. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, was ich machen möchte. Möchte ich nochmal mit diesem hellen Blau rein oder sind wir mutig und nehmen das Gelb? Ich glaube, wir nehmen das Gelb. Oder ich möchte euch so viele Farben, wie es geht, zeigen. Und dafür benutze ich einen kleinen, flachen, synthetischen Pinsel von Anastasia Beverly Hills und schabe so ein bisschen das Pigment ab. Pinsel, wow. Ich habe die Base jetzt nicht gesettet. Geil. Ich sehe aus wie ein Papagei. Wie krass ist bitte diese Farbe? Es scheint so ein ganz kleines bisschen dieses Blau durch. Liegt aber daran, dass ich einfach den Concealer einfach über das Blau gegeben habe. Also das ist schon krass, oder? Ich meine, das ist sofort gedeckt. Und gerade frage ich mich so ein bisschen, warum ich immer nur Warmtone-Looks mache. Okay, können wir ganz kurz darüber reden, wie schön, wie wunderschön das Ganze aussieht. Ich nehme als nächstes nochmal für unten, glaube ich, die blauen Farben. Oder doch die lilanen. Wir bleiben bei Blau. Ich glaube, das wird sonst zu bunt. Ich gehe als erstes in dieses helle Blau und smoke das komplett aus. Zack, fertig. Verdunkel das mit dem mittleren hier außen. Und gehe dann ganz außen in dieses dunkle Petrolgrün. Verbinde damit so ein bisschen außen. Als Inner Corner Highlight nehme ich diese Farbe hier und die ist so ein bisschen Duochrome Gelb, glaube ich. Ja, genau. Wow. Und mische das Ganze nochmal so ein bisschen mit dem Gelb. Yes. Also den Schimmerton muss man ein bisschen nass machen. Aber dann hat er richtig Knall. Vor allem mit dem Gelb drunter. Okay, ich glaube, wir bleiben bei den Lippen heute nude. Bevor ich die Lashes drauf mache, dann kann das Ganze in der Zwischenzeit trocknen. Perfekte Farbe für meine Lippen. Ich lasse das Ganze einmal trocknen, mache Lashes drauf. Dann. Yes! So, die Lashes sind einmal drauf. Mein Liquid Lipstick auch. Es sieht mega, mega schön aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man da vielleicht doch einen knalligen zuträgt. Aber ich muss sagen, mega. Es hat sich super schön verarbeiten lassen. Das Gelb, es leuchtet. Es leuchtet im Dunkeln. Und ich glaube, dass ich für 29 Euro eine ziemlich gute Palette machen konnte. Beim Liquid Lipstick, es ist ein Liquid Lipstick, kostet 10 Euro, finde ich auch in Ordnung. Er fühlt sich halt sehr, sehr schön an. Und er fühlt sich nicht trocken an. Also er ist jetzt komplett trocken, aber fühlt sich so ein bisschen glossy an. Ich glaube, dass es vielleicht auch ganz schön wäre mit einem Gloss vielleicht. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich liebe diese Palette. Ich kann dazu nichts sagen. Wenn ihr wollt, mache ich euch noch mal einen Look mit diesen Farben hier unten und vielleicht noch mal mit diesem extrem krassen Weiß. Aber da schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, dass ich mich jetzt auch schon von euch verabschiede. Ich setze euch alle Informationen unten in die Infobox. Vergesst nicht das Hörbuch. Auch den Link setze ich euch unten rein. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder hier mit dabei gewesen seid. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein zauberhaftes Wochenende.